Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu den SSO News vom 30. November 2016. Die haben es heute wirklich, wirklich in sich. Mit so einem riesengroßen Update hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Kommen wir zuerst mal zum wichtigsten Teil, nämlich MyStable. Unsere neuen Heimatställe sind da. Dazu werde ich nachher auch noch ein Video machen, wo wir uns so ein bisschen mal im Stall umschauen, erkunden, wie das funktioniert mit dem Ausbauen, dem Pferdewechseln und so weiter und so fort. So viel vorweg, ihr habt nun Platz für 12 Pferde standardmäßig, 11 Boxen, plus für das Pferd, was ihr gerade reitet, erweiterbar auf 17 Boxen, plus das Pferd, was ihr gerade reitet, also maximal 18. Ein Upgrade für weitere Pferde kostet 249 Starcoins jeweils. Das werden wir uns nachher auch nochmal anschauen. Und das Ausbauen des Stalls ist für Gratisspieler und Starrider ab Level 5 möglich. Diese Upgrades könnt ihr bei John kaufen, der vor den Ställen steht. Da ist so ein gelber Hammer drüber. Das sehen wir hier auch nochmal. Und aber das war's noch nicht alles, denn diese Woche sind auch die Weihnachtsquests wieder reingekommen. Diese beginnt wie immer bei Steve in Silverglade und zieht sich tatsächlich recht lang. Die Weihnachtsquest ist, glaube ich, eine der längsten Event-Quest-Reihen in Star Stable Online. Der Weihnachtsmann ist natürlich auch wieder da. Dieser befindet sich in Jarlaheim und bei ihm könnt ihr eure Weihnachtswünsche, die ihr per Quest verdient habt, einlösen und tolle Items bekommen. Und auch die Weihnachtsstände sind jetzt wieder da. Ihr könnt euch mit Weihnachtsklamotten eindecken, euer Pferd mit Weihnachtsklamotten ausrüsten. Kurz, es wird einfach weihnachtlich. Aber auch das war noch nicht alles, denn auch im Shopping Center gibt es diese Woche endlich nochmal was Neues fürs Pferd. Und zwar gleich zwei Sets, teilweise championatstauglich. Wundert euch nicht, die Itemnamen und die Bilder sind teilweise noch etwas verbuggt. Und der Pferdemarkt, last but not least, ist auch wieder da. Auch dieser befindet sich in Silverglade für diese Woche. Also ihr seht schon, sehr, sehr, sehr viel los diese Woche. Ich verabschiede mich vom Update und beziehungsweise von den News. Und nachher gibt es dann noch ein Stallvideo.